in den Jahren 2019, 2020 und 2021 wurde am Strand von Norddeich die Wasserkante komplett erneuert. Ein schöner sandfarbener Asphaltbelag wurde auf die nun 5 Meter breite Promenade aufgetragen. Für die Badegäste hat man Duschen und Fußduschen in Edelstahl errichtet. Außerdem gibt es nun auch Edelstahl-Handläufe, um ans Wasser zu gelangen. Eine Abendbeleuchtung in Form von Betonwürfel soll dem Gast ein angenehmes Ambiente bescheren. Im Jahr 2021 wird nun der Deichübergang neu gestaltet. Wie man sehen kann, sind bereits neue Treppen errichtet worden. Ebenso hat man einen breiten, barrierefreien Zugang zum Haus des Gastes und dem Strand geschaffen. Da diese Baumaßnahmen wegen dem Küstenschutz nur von April bis Ende September stattfinden dürfen, ist Eile geboten. Aus diesem Grunde wurde der Zugang zum Deich auf einer Länge von etwa 700 Meter durch einen Zaun abgegrenzt. Kommt man vom Dörperweg, muss man nun etwa 350 Meter laufen, um diesen Übergang zu erreichen, welcher zum Haus des Gastes und der Wasserkante führt. Und so sah es Ende Juli 2021 am Badestrand und der sich in Arbeit befindenden Dünenerlebnislandschaft aus. Hier sieht man den Deich von der Meerseite aus und die Bauarbeiten auf der Deichkrone und dem Deichfuß. Eine gut gelungene Notlösung für die Baustellenfahrzeuge und für die Radfahrer.
Hier blicken wir auf den alten Hundestrand. Nach Fertigstellung der Wasserkante soll der Hundestrand wieder hierher zurückverlegt werden. Granitsteine, welche später mit Spezialbeton als Küstenschutz eingeschlemmt werden sollen, bringt man bereits vor Ort. Im September 2021 soll alles fertig sein und ab April 2022 werden nur noch Feinarbeiten wie zum Beispiel Bepflanzungen und Aufstellen von Bänken durchgeführt. Wollen wir hoffen, dass alle Arbeiten nach Plan verlaufen werden. Denn 3 Jahre hintereinander an einer Dauerbaustelle Urlaub zu machen, ist auch nicht gerade erquickend. Und wie sagt man in Ostfriesland? Wat mut, dat mut. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Euer Wefjell.